Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Dreieck nach dem Kongruenzsatz WSW konstruieren kannst. Dazu habe ich hier schon mal einige Vorgaben gemacht, wie das auch eine Aufgabe sein könnte. C gleich 7,8 cm, Alpha gleich 32 Grad und Beta gleich 67 Grad. Ja, das Erste, was du zu tun hast, ist es immer eine Planfigur zu erstellen. Die sollte dann also auch bezeichnet werden. Ich würde jetzt hier unten links mit dem Buchstaben A anfangen, also dann ist hier der Punkt A und dann ist der Rest automatisch vorgegeben, also gegen den Uhrzeigersinn muss ich jetzt die Eckpunkte bezeichnen, A, B, C. Ja, und die vorgegebenen Strecken und Winkel hebe ich mit einem farbigen Stift hervor. Die Strecke C ist ja hier vorgegeben, da diese Dreieckseite hier, C gleich 7,8 cm, das markiere ich dann entsprechend in der Planfigur. Sowie der Winkel Alpha mit 32 Grad. Hier. Und der Winkel Beta mit 67 Grad. Das sind hier also die Vorgaben. Und jetzt siehst du hier auch also WSW, Winkel, Seite, Winkel. Ja, also die Seite ist in der Mitte, die vorgegebene. Und die vorgegebenen Winkel sind da links und rechts dran. Ja, jetzt geht die Konstruktion los. Ja, wie fange ich an? Ich zeichne diese Strecke hier in der Mitte und anschließend mache ich links und rechts entsprechend große Winkel. Also, ich fange mal hier an. Das sollen 7,8 cm werden. Bis da. Das beschrifte ich auch direkt, damit man nicht im Verlaufe der Konstruktion durcheinander kommt. C gleich 7,8 cm. Das würde ich dir natürlich auch empfehlen. Ja, also hier schon sauber beschriften und dann da auch alles beschriften. Dann kommt man einfach weniger durcheinander. Gut, jetzt muss ich hier einen Winkel Alpha von 32 Grad eintragen. Ich nehme das Geodreieck, lege den Nullpunkt da auf den Scheitelpunkt und dann fange ich hier an zu drehen. Ich sehe, dass ich die gelbe Skala hier benutzen muss. 30, 31, 32. So. Und dann zeichne ich jetzt hier den sogenannten freien Schenkel. Ich weiß ja noch nicht, wie lang diese Strecke hier ist, diese Strecke AC. Aber ich kann hier auf jeden Fall schon mal eintragen, Alpha gleich 32 Grad. So, da muss jetzt der Winkel Beta mit 67 Grad eingetragen werden, also bei dem Punkt B. Ich fange wieder so an, fange an zu drehen. Jetzt sehe ich, oh, ich muss die äußere Skala nehmen und drehe bis 67 Grad. Das wäre so und zeichne ebenfalls hier den Schenkel ein und dann erhalte ich hier automatisch einen Schnittpunkt. Das ist der Punkt C. Ja, hier ist der Winkel Beta von 67 Grad. Ja, das Dreieck, das ist schon fertig. Ja, viel mehr ist eigentlich auch nicht zu sagen. Probier es doch einfach selber mal aus. Du kannst ja mal genau diese Vorgaben hier nehmen und das ausprobieren, ob es dann am Ende genauso aussieht wie bei mir. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Kannst gerne mein Video kommentieren, falls du noch Fragen zu der Sache hast. Über Likes freue ich mich natürlich auch und
Falls du meinen Kanal abonnieren möchtest, würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.